Ja, in der diese Tasche dann. Das ist so eine Tasche mit Wacholderbeeren und da ist es drin. Nee, da war nichts drin. Doch, bei mir schon. Ich muss kurz in die Stadt, ich muss das Zeug da reingeben. Ja, du wirst mal schnell die Stadt geben, sagst du. Hier die Stadt. Kommen wir hier in die Stadt so rein? Nee, oder? Doch, Klar, ich du kann da kannst rein hier schwimmen, schwimmen, oder? sagst du. Ja, Ah! komm, sagst schwimmen. Kann ich hier am Ich Berg glaub entlang an laufen? dich. Könnte vielleicht Es funktionieren, war schon. oder? Schau, das Wasser ist nicht tief, da kannst du locker vorschwimmen. Ja, jetzt kann ich. Na schön, ich komme hin. Gar kein Problem. Ja, ich komme auch hin, Sasch, im Wasser. Echt? Naja, vielleicht gehe ich irgendwann unter. Also ich bin jetzt drin in der Stadt. Ich nicht, aber ich will auch nicht in die Stadt. Gehe Ich ich ja schon. unter. So, auf jeden Fall muss ich da hinten noch die Quest, die schnell ab. Dann muss ich dieses Teilchen finden. Da oben, oder? Ah, da hinten haben wir die Quest. So, wo ist denn das Schränklein? Held in der Not. In Pink. Oh, ach. Entschuldigung. Hier sind die Verarbeitungsplätze. So, dann kann ich ja jetzt hier die Sachen reinweisen. Ah ne, den Bogen wollte ich behalten. Da drin? Komische Stiefel. Will kein Mensch. Will auch keiner. Will auch keiner. Ist cool. What? Okay, so lasse ich das und die Materialien tue ich. Das war schwer. Ah, das ist so sackschwer hier. Solange ich es nicht wieder so mache wie beim letzten Mal. Letztes Mal war nämlich geil. So, hier lang müssen wir dann. Achso, sollte man nochmal schauen, ob man vielleicht von dem, von unserem Marodeuren was kriegen. Ah ja. Wo ist denn hier der Marodeur? Hier unten bei mir. Unten. Da, wo ich gerade hingesprungen bin. Willkommen an der unsteten Küste. Wo ist denn unten? Hopp, hopp. Bei dem Schiff? Expeditionsquest ist bei mir dabei. A quest for the expedition. Hooray! Ah, ich habe auch eine Quest für die Expedition. Sagt. Was sagt er? Ich habe eine Elite-Quest gekriegt. Okay. Auch gut. Ach, nee, oder? Weißt du was? Jetzt ist das Entermesser-Riff. Nee, das war vorher schon, oder? Was denn? Was denn? Hier war vorher schon auf die Inquisition, oder? Das Gebiet. Wer? Das Wen Gebiet? Da? Oder war das vorher? Ist doch. Wir sind doch Entermesser-Riff. Ja, Entermesser-Riff, aber waren das jetzt wir schon immer oder ist das. Ja. Okay, gut. Das sind wir schon seit Serverumstellung. Ja, sagt er. Ja. Ja. Hör auf, Junge. Dann Krokodil, der hätte wieder nochmal so Wacholderbeeren für mich. Für mich? Erstmal bin ich mal dran, um zu sehen, wie der aussieht. Hast du ihn überhaupt getroffen, Gelass? Jedenfalls. Habt ihr gesehen, wie ich die Argo gehalten habe, hä? Der Hammer. Der hat gar nichts gedroppt. Packviech. Hat er was getroppt für dich? Hat er ja gar nicht mal nicht. Nicht? Oh, schade. Sasch hat gesagt, der hat was gedroppt, gell? Ja, nö. Bei mir hat er nichts gedroppt. Wir müssen links über die Kanincheninsel. Ja, verdammt. Zu weit weg, der Alligator. Alligator. Komm her, du Alligator. Sascha, da ist ein Alligator. Wo?
Da. Nein. Das ist der heilige Alligator. Die haben keine Wacholders. Nee, der hat es auch noch keine gehabt, nee. Aber es sei das Kroko da hinten hat. Da. Ja, ich hab was gemacht. Der hat auch nix. Doch, da liegt was. Aber für mich. Eine blaue Streitaxt. Na, kann ja auch keiner brauchen. Ey, wie krass, echt. Haben die das mit dem Looten anders gemacht? Du meinst, dass das immer derjenige kriegt, der streamt? Kann sein. Ja, genau, das wird ich hab gedacht, das kriegt immer der mit dem wenigsten Plan. Ja, das würde dann auch passen, ja. Oh, wir müssen jetzt zu der Kanincheninsel, sag. Wie heißt es immer so schön, das Glück ist mit den Dummen, oder wie? Hä? Ich dachte... Hä? Hä? Kaninchen, sag. Hä? Ninchen. Boah, ich hab's erwischt, das Kaninchen. Das haben wir gebraucht. Das war Stanley! Du kannst doch nicht einfach Stanley töten! Oh, scheiße! Die haben gesagt, wir sollen Stanley töten. Ja. Und deswegen kommt es der Hasenhüter. Ah, oh, der Hasenhüter. Der Hasenhüter. Der gute Hüterli. Der Hasenhealer. Oh, der hat was Grünes gedroppt. Ja. Eine Tasche mit Wacholderbeeren. Nee, echt jetzt? Ja. Du hast Stanley und einen Strandhasen getötet. Du bist echt krass. 139,87. Willst du mich verarschen? Du hast jetzt 139 gekriegt. Oh ja. Okay, dann bist du besonders... Entschuldigung. Ich spreche nicht. Was wolltest du sagen? Nix, ich hab gar nichts gesagt. Da unten ist Stanley wieder. Ja, dann kill ihn nochmal. Hey Stanley! Ne, der Strandhase. Ich bin Boba Fett. Ja, hätte ich jetzt nicht gesagt, aber... Auch nur ein Strandhase. War kein Stanley. Da stand dran Hase. Da stand dran Hase. Ach stimmt, wir mussten da an der Seite langlaufen, gell? Was denn? Passt schon, alles gut. Hier an der Seite. An dieser Stelle nochmal einen wunderschönen guten Abend an alle, die hier mit eingeschaltet haben. Wer? Hallo? Brandos. Test. Genau, Test. So, mal schauen, wie lange es dauert, bis Milas Dauerpolus auch seine Wacholderbeeren kriegt. Was machst denn du? Nighty Night. Keine Ahnung, ich bin gegen Krokodil gelaufen. Hat das was gebraucht? Ja, der hat auf jeden Fall schon mal 8 Gold dabei gehabt. Ja, aber nur für dich. Ja, hast du keine 8 Gold gekriegt? Nein. Okay. Ja, ich sag nur für dich. Ah. Weißt du, ich bin jung und brauche das Geld. Ja, du hast doch gar keine Ahnung. Ja, deswegen ja. Ja, Elisabeth Schwan, kannst abbauen. Ja, ich kann Sternenmetall abbauen. Puff. Okay, aber jetzt sind wir eh gleich in der Expedition, dann gehen wir erstmal expeditionieren. Und wir gehen, bitte was? Wir gehen da sowas von planlos rein. Ich habe diese Inni noch nie gesehen, ich habe keine Ahnung, wie sie funktioniert. Ich weiß nicht, wie die Bosse funktionieren, also werden wir alle sterben. Fails sind vorprogrammiert. In live und Farbe. In live und in Farbe, ja. Aber sowas von... Oh, was ist das denn? Was? Bärenstrauch. Ja. Wacholderbeeren wahrscheinlich. Da sind dann Wacholderbeerentaschen drin. Nein, da steht bloß Beere dabei. Die nehme ich mal mit. Wer weiß, für was wir die brauchen. Sind bestimmt von Herbert. Von Herbert? So, ich kann mir nicht helfen, aber das hier, jedes Mal schaut es aus, als würde es das regnen. Dabei sind es irgendwie diese Sponge. Irgendein schwarzer Kasten in der Mitte. Habe ich einen Grafikfehler an meinem Monitor oder ist da wirklich ein schwarzer Kasten? Wo? Okay, in der Mitte, wenn ich jetzt nach oben in den Himmel schaue, sehe ich einen schwarzen Viereckkasten. Okay, ist nur ein Fehler bei dir.
Okay. Dann den Kraka ist hin. Oh, Mist. Brille putzen und dann geht das wieder. Brille putzen? Nee, bringt nichts. Das hat sich bewegt. Die Brille hat sich bewegt? Nee, der Fleck. Du musst den Kopf stillhalten. Ja, Kopf stillhalten. Kopf stillhalten. Echt irgendwas eingebrannt in das Mist? Nee, es kann auch einfach sein, dass du dahinter was aufhast. Das war bei mir letztens auch, habe ich mir gedacht, scheiße, habe ich mir irgendeinen Schriftzug eingebrannt. Nee, da war irgendwas dahinter auf, eine Steam, von Steam so ein blödes Ding. Dieser blöde Kasten, ne? Der hat so leicht durchgeschimmert. Okay. Erst wo ich den geschlossen habe, war hier das Ding. Hier ist der weg. Punkt, genau, den hast du nicht gehabt, gell? Sammel, der hat extra für mich, hat er den da liegen lassen. Nee, für den Mirlas. Für den Mirlas? Was? Achso, da ist eine Quest. Ich kann die Quest jetzt annehmen. Da ist noch eine Quest-Tasche irgendwo. Ja, von dem Koko. Von dem Krokogator. Krokoladil. Ein Krokokoladil? Krokolabil. Nimm die Quest. Ja, nimm die Quest mal an. Ja, wenn du mir einfach, einfach alles annehmen hier. Einfach hier annehmen. Ja, von den kleinen Mini-Kroko, außer du hast das letzte Mal schon angenommen. Der redet gar nicht mit mir. Ja, dann ist er gut. Ja. Yeah. Ich glaube, ich muss noch schnell Punkt verteilen, den habe ich schon richtig gemacht. Kann man da? Dann gib mir einen. Ich soll. Ja, okay. Passt, hört sich gut an. Wollen wir den Typ mitnehmen? Weiß ich nicht, kannst du mal einladen. Wenn er mit will. Nee, mach du. Nee. Er läuft schon weg. Das ist ja trotzdem einfach einladen. Ah, oh, Pech gehabt. Aber er steht noch da, er schlägt ihn ein. Er ladet es halt ein, ich bin jetzt am Bildschirm schon. Nee, du kannst doch jetzt den Bildschirm schauen. Doch, seid ihr bereit? Jetzt ist er weg. Gut, alles klar. Du willst also nicht mit dem. Du kennst ihn auch gar nicht. Hallo, da drin droppt episches Zeug. Ich gebe doch mein episches Zeug nicht her. Nein, Schmarrn. Da drin werden wir sterben. Hurra! Ja, Elizabeth. Elizabeth. Ja, du hast Elizabeth. Wartet jetzt diesmal bitte, weil ich habe bisher noch einen schwarzen Bildschirm, okay? Wir laufen schon mal los. Ja, kein Problem. Da ist okay. Ja gar nichts. Also die ersten Meter ist schon mal nichts. Ja. Da ist nix. Da ist ein Gegner. Rechts, Millers. Siehst du ihn? Welches rechts? Der anfuckte. Ist das ein Elite oder ist das stinknormaler? Greif mal an. Greif mal an. Nee. Ich bin immer noch nicht da. Wir haben gar keinen Tank. Hör auf, die anzugreifen. Wir haben gar keinen Tank. Ja. Ihr habt keinen Tank. Oh, da hinten ist einer. Das sind sogar drei. Ja, das sind auch zwei. Nee, das sind drei. Nee. Miller, mach mal deine Glotzen auf. Da stehen überall drei rum. Zwei, drei, fünf. So, jetzt bin ich eins, da. Eins, zwei und rechts, da steht auch noch einer. Kannst du ihn sehen? Warum die Ladezeiten bei mir immer so lang sind? Nee, ich trau mich nicht. Ich nicht. Ich bin gar kein Tank. Ich weiß nicht, wie das geht. Du hast einen dicken Hammer. Schau mal, da ist ein Ahnenaltar, da kann man, glaube ich, irgendwas aktivieren, oder? Hier wollen wir nicht erstmal die Gegner hier umzukloppen? Ja, ist ja gut. Brauchen wir nicht erstmal was zu besorgen, dass wir das da reinstecken können? Du, mit dem Reinstecken. Oh, daneben geschossen. Das kannst du doch. Was? Du bist ganz schön gemein. Also, momentan gehen sie noch. Deiner Ding ist da. Ich tu grad auch nur heilen, Sasch. Ja, sehr gut. Wer kommt denn da noch? Wer ist das? Der Hallo? Ja, hallo? Servus. Hey, Sulfi. Hallo? Hey, Sulfi. Sulfi, der Echte. Der Einzige. Originale. Oh, ich hab einen blauen Helm bekommen. Bist du den, Sasch? Nee. Achso. Noch nicht. Wir halten noch. Okay. Der ist aber nicht gebunden. Oh, der sieht aber cool aus. Boah, Sasch, der sieht richtig. Wenn der so aussieht wie auf dem Bild, dann willst du. Ja, dann komm, gib mal her. Zeig mal her. Was hat der denn für Stats? Aber der ist mit Int, Sasch, den kannst du nicht gebrauchen. Doch, Intelligenz brauche ich immer. Ja, bringt dir bloß nichts. Ach, das ist der Helm, den kenne ich doch. Sasch, der sieht gut aus, Sasch. Zieh mal auf. Ah, das schaut. Auf. Ah, die schaut dir nicht so gut aus. Ja, so also, muss handeln, was? 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 Wie hat was gesagt und keine antwortet. Das ist vollkommen okay. Was für Stats, Intelligenz und Konstitution? Gesagt? Ich hab's ja noch nicht gesehen. Der Nighty hat mir nicht geantwortet. Hallo? Was? Wem sollte ich antworten? Da sind sogar vier mehr, Lars. Wir haben einen übersehen. Nein, doch nicht. Oder? Nein, doch nicht. Oder? Ja, was jetzt? Nein, doch nicht. Was geht ab, Sulfi? Ich gehe jetzt mal hier.
Wo? Was gehst du? Banditen verprügeln. Hast du das schon ausprobiert? Banditen verprügeln. Ja. Wo machst du das denn? Ich hab einen vertiepten Fetisch bekommen. Sehr nice, dein Fetisch. Wie ich das mach, in hier, Baldur's Gate. Ach, du bist in Baldur's Gate und. Stimmt, das stand ja vorhin sogar dabei. Ja, das ist nämlich gerade in so einem Classical Enhanced Package gewesen für 15 Euro. Das glaube ich. Baldur's Gate 1 und 2 drin, Icewind Dale Enhanced, okay. Und halt die Enhanced Version von Planescape Torment. Was? Du hast auf jeden Fall sehr viel Stunden Spielspaß. Mehrere hundert, ja. Pro Spiel. Theoretisch, wenn er so viel Lust hat. Ja, das ist das andere. Ja, ich habe allein schon 10 Stunden darin versenkt, mir okay. Charaktere zu erstellen. Links, rechts, wer geht wo? Boah, habt ihr super gemacht. Danke. Bin drin. Du hast einen Sulfi wieder unterbrochen. Das ist vollkommen okay. Aber Sulfi. Connor Spray. Was, Connor? Connor McCloud! Ja, ich muss jetzt langsam auch anfangen, meine Skills zu benutzen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Connor McCloud? Ja. Connor hat vom Mac geklaut. Connor hat die Cloud geklaut? Nee, nicht die Cloud. Connor, die Mädchen ist gestorben. Der große Cousin von Duncan. Danke, Paladin. Cloud. Wer ist gestorben? Mein Paladin. Ein Paladin? Ja. Kann nicht sterben. Ja, das ist doch ein Paladin. Ein Paladin kann doch gar nicht sterben. Hallo, Angstblase? Weg? Habt ihr schon mal Baldur's Gate gespielt? Ja, ich hab Baldur's Gate schon gespielt. Das so, ey, guck mal, da ist ein kleines Kind, das hat einen Stein nach mir geworfen. Ich bin tot. Tot. Jetzt du, wie heißt der nochmal? Bo. Ja, den habe ich gerade gesehen. Minsk mit Bo. Minsk mit Bo. Ich hab den versehentlich gekillt. Was? Das ist der Bruder von Harry? Ja, der wollte, dass ich irgend so eine Gnollfestung kaputt mache und ich spiele halt eher so ein ist mir alles egal Typ. Achso, okay. Und hab dir gesagt, nö, hab ich keinen Bock drauf, lass mich in Ruhe. Wer kann denn sowas machen? Hat er mich angegriffen, da hab ich irgendwo angeschossen, also da hab ich gekrittet tatsächlich. Im zweiten... Kannst du mich einfach töten? Im zweiten Teil kommt der wieder. Ja. Und das ist sehr eklig, was er mit seinem Hamster gemacht hat. Was? Ja, du triffst ihn im Gefängnis und er hat einen Hamster dabei. Aber die haben ihn alles abgenommen. Also sagt er ihr, sagt der Typ dir, wie er den Hamster da reingekriegt hat. Ja. Nee. Genau so. Im Ernst? Ja. Really, George? Alter, das Viech ist gar nicht so unschwach. Ich sag mal so, seit der Kopfverletzung des Minsk halt nicht mehr der gleiche. Wie du ihn verpasst hast, du bist also schuld. Das ist klar, oder? Vorher schon gehabt. Ich hab da mal meinen Stecken reingesteckt. Achso, man muss wahrscheinlich alle drei gleichzeitig. Ja. Jeder. Vielleicht braucht man deswegen drei Leute. Ja. Weißt du, das ist der Wahnsinn. Jetzt werden wir wahrscheinlich angegriffen und wir hätten einen vierten gebraucht. Okay. Tja, du wolltest ihn ja nicht mitnehmen. Holger, du musst deins auch noch aktivieren. Holger, was machst du denn? Ist einfach weggelaufen. Ja, ich wollte gucken, ob er das richtig macht. Genau. Mit Sachen reinstecken kennt er sich nicht so aus. hat drei Kinder, er kennt sich nicht aus. Hallo? Da ist der gezündet. Das war auch gut. Jetzt ist mein Kleriker verrückt. Warum? War er dir auch egal? Nee, da ist ein random Bandit gewesen, der hat einmal geschossen und ich war tot. Alter, der hat einen Langbogen dabei. Und Feuerpfeile. Der droppt jetzt bestimmt wieder Wacholderbeeren. Ey, der ist benannt. Benannt. Entschuldigung. Ich hab gedacht, der wäre benannt. Nach wem? Oh, da war ein epischer Speer drinnen. Was? Ja, mit Sockelstein und sogar schon im Stein drinnen. Bei mir war gar nichts drin. Beim Aufheben gebunden, Höllenschlag. Eieiei. 15 Geschick, 7 Stärke, gar nicht schlechtes Ding. Warum kriege ich epische Sachen, die ich nicht brauchen kann? Weil das bei dir immer so ist.
Cool. Jetzt habe ich gekillt. Du musst nur ganz, ganz viel zwischenspeichern und neu laden. Ja, das ist bei dem wichtig, ganz wichtig. Bin das eine Mal im Gefängnis rumgelaufen und bin in eine Falle reingestiegen. Ich habe nicht gespeichert und hatte davor, glaube ich, 3 Stunden Spielzeit. Und zack, tot. Alle. Das ist bitter. Das war richtig bitter. Ja. Das Schlimme ist ja, das ist jetzt auf normal. Also ich meine, die haben jetzt einen Story-Modus eingeführt, da kannst du nicht mehr sterben. Okay. Also es geht wirklich physisch nicht mehr, weil es einfach nur darum geht, dass man da die Story durchprügelt, weil es halt schon bockfair ist. Dann gibt's leicht, dann gibt's halt normal. Selbst auf normal sind die Gegner 25% schwächer. Und jetzt haben sie halt auch noch nach dem Soll schwer und sehr schwer noch ein super, super, mega schwer reingebracht. Super, super, mega schwer? Ja, da hat jeder Gegner von Anfang an einfach mal seinen Lebenswert, dann plus die Modifikation, plus 80. Okay. Und ich meine, mein Magier hat angefangen mit 6 Lebenspunkten. Oh! Ja. Mit 6 Lebenspunkten, das ist bitter. Das ist ein Magier. Normalerweise fängt er mit 4 oder so. Trotzdem bitter. Ne, deswegen ist jetzt gerade auch der Anfang so ein bisschen scheiße, weil ich halt einfach 0 aushalte. Ja, der Anfang ist immer schwierig und dann später wird's dann mit der Klasse dann richtig einfach. Heißt, es ist die schwierigste Klasse am Anfang, die am besten zu spielende Klasse dann zum Schluss hin. Wobei Magier schon immer entkleistig ist. Ja, wobei es geht ja relativ gut. Ich habe jetzt hier den Illusionisten genommen und ich habe Color Spray gefunden. Da macht er so Feuerwerk nach vorne und dann, wenn die den Safe verhauen, dann fallen die ungeschlafen. Ja, im zweiten Teil ist das fies, weil da gibt es dann eine Stadt, wo es dann nicht zaubern darfst. Ja, ich glaube, die gibt es sogar in jedem Teil. Welche ist denn das? Ja, es ist gleich nach dem Gefängnis eigentlich. Ach die! Stimmt, da gab's ja auch hier dieses eine Zelt mit dem Genie drin, ne? Mhm. Geil. Offensichtlich so kann geil, ich den weitergeben. Wenn du Leute einschläferst, kannst du die einfach one-shot, weil die können ja nicht mehr ausweichen. Das ist so toll. Das ist nicht schlecht, ja. Ich habe gerade eine epische Waffe gekriegt und zwar einen Magierstab. Ich überhaupt nichts. Der ist aber leider beim Aufheben gebunden. Da. Kannst dich vorher nachgucken? Ja, der. Scherzkeks! Kannst dich vorher nachgucken! Bevor den aufhebst, meine ich. Ja, genau, deswegen habe ich ja gemeint. Du bist ein Scherzkeks. Hast du keine Phrasen? Nein, man kann das nicht tauschen. In Phrasen? Hast du keine Phrasen? Infravision meinst du? Du meinst, wenn man es liegen lässt, dass dann irgendwann mal der andere kriegt? Man stirbt doch Verseuchung hier. Echt? Tatsache. Verderbniskacke. Und noch einer, oder? Ne. Diesmal darf ich leider nicht den depressiven Magier mitnehmen. Wieso nicht? Ich meine eigene Gruppe gemacht habe und ich habe keinen Platz für den. Oh. Aber der ist halt so cool, so glücklich depressiv. Depressiner. Ist ja so wie der Roboter von, wie heißt der, Plan durch das All oder wie war der Name? Universum? Herr Anhalter durchs Universum. Durch die Galaxie. Ach, durch die Galaxie, okay. Das Universum wird zu krass. Das ist jetzt ja krass. Halt anders. Der ist ja super negativ. Nimm bald der Sento am besten. Ja, ich meine Sascha. Ja, was jetzt? Der Sascha. Ja, aber ich komme nicht mehr drauf. Halt durch, ich habe den zweiten spielen kann, weil ich den zweiten nicht wesentlich besser. Der zweite ist schon cool. Icewind Dale ist aber auch geil. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass es halt von den neueren Regelwerken gerade. Dass es von den neueren Regelwerken keine Spiele gibt. Hm. Weil die sind ja jetzt hier noch auf D&D 2.0. Mhm. Und aktuell gibt es halt D&D 5e. Okay.
Das fangen wir jetzt auch demnächst mal eine Kampagne an, das wird lustig. Aber das neue Baldur's Gate, das ist, glaube ich, relativ fehlerhaft, oder? Das neue. Danke. Also, ja, es ist fehlerhaft, aber es soll auch sehr schlecht sein. Ja, ich weiß es nicht also, genau. Auch schlechte Fehler, oder wie? Nein, also für mich ist fehlerhaft sowas wie, ja, ist halt buff und hat Bugs, aber das soll halt einfach nur nicht so wirklich im Stil der alten Baldur's Gate sein, sondern eher so ein moderneres Rollenspiel. Ich hatte es mal gesehen, es hat eigentlich so vom Prinzip her ganz nett ausgesehen, aber die ganzen Sequenzen, die sie mehr oder weniger drin hatten, waren relativ schlecht. Ja, das stimmt. Ach, sie ist ein bescheuerten Tentakel. Die ich kaputt. Müssen wir auf jeden Fall wieder Neverwinter Nights holen. Neverwinter Nights? Ja. Und Temple of Elemental Evil. Das sind nämlich so die, sagen wir, die neuesten Teile. Die haben gerade das Regelwerk 3.5. Ja, du hast recht. Jetzt kriegen wir richtig Damage. Klappt das? Ah. So, okay. Bei mir sind alle halt so wieder ready. Ja, ich hab mir einen Schwarzbären gezähmt. So was kann der? Schwarzbären gezähmt. Ja. Oh, der kann Aua machen. Ranger dabei und dann hab ich jetzt. Ja, auf jeden Fall bin ich am meisten gespannt halt auf die Kampagne, weil wir jetzt demnächst was mit dem Anfang. Alter, was macht der mit mir? Ich weiß nicht, der schiebt dich irgendwo hin. So, falls ihr übrigens mal Bock habt, irgendwie so eine Runde Baldur's Gate oder sowas zu zocken, das wäre auch kein Problem, ne? Das kann man auch im Multi spielen. Ja, ich weiß schon, ich müsste mir das mal wieder. Ist halt, wie gesagt, alle vier Spiele gerade für 15 Euro im Angebot um 8% reduziert. Was soll denn das? Ich komme nicht mal zum Schlagen! Ja, weil da so viele Angebote sind. Okay, ich block den jetzt einfach. Autsch, ich kann nicht mehr blocken. Deine Ausdauer weg. Ja. Aber jetzt ist er tot, endlich. Ist er gerade von alleine gestorben? Oh, einen epischen Hammer. Das hast du, du sahst aber schon ab, wa? Beim Aufheben gebunden. Ja, und Kriegshammer da unten. Wo willst ihr denn lang? Links oder rechts? Entweiter Hammer. Ich hab den Kriegshammer da unten. 21 Stärke. Okay. Habe ich hier noch eine leichte Brust, aber auch das ist alles beim Aufheben gebunden. Schade. Ihr wisst, dass ihr hier drin Schaden kriegt. Kriegen wir hier Schaden? Ja, Fäulnis, Verderbnis. Ja, wart ganz kurz. Kannst du mir den Schaden auch nachher geben? Habe ich jetzt schon gekriegt. Okay. Also gehen wir erstmal da lang, alles klar. Ja, ist ja wurscht, wo lang, oder? Es hat keiner gesagt, wo er lang will. Olga, am besten immer hinter den Mobs stehen, wenn ich sie dann hab oder sowas. Dann stirbst du auch diesmal nicht. Ja, halt mich doch wacker. Ja, bis jetzt bist du noch nicht gestorben. Das finde ich echt lässig. Ja, ich tue aber auch hauptsächlich die Dingsen reinhauen, gell? Die Heilung. Die Flächenheilung, ja. Ich kann meine Dingsen da reinhauen. Weil das mit einer Einzelheilen, da komme ich nicht ganz klar. Jedes Mal, wenn es wichtig wäre, jemanden zu heilen, funktioniert's nicht. Und ich heile den Falschen. Ja, das kenne ich. Auch ständig gemacht. Also ich habe gerade rausgefunden, dass meine komplette Gruppe eigentlich hätte aufleveln können und die habe ich vergessen aufzuleveln. Hihihi, das habe ich auch immer vergessen. Ja, jetzt haben die halt noch ein halbes Level zugesetzt. Legionäre! Nee, Legionäre. Aber ähnlich. Salmonellen. Alter. Ach, da kommen ja noch welche, Sasch. Wie kommen denn da noch? Ha? Warum? Keine Ahnung, hast du mir gerufen. Wir haben auch noch so einen blöden Heiler-Typ hier auf uns. Magier. Und
wenn man sich hier vorstellt, als eine Gruppe von Psychopathen, dann offen. Warum haben wir das jetzt auf? Warum haben wir das? Wie haben wir das aufgemacht? Keine Ahnung, nichts, wir sind einfach nur hingegangen. Warum habe ich fast kein Leben mehr? Wahrscheinlich, weil ich dich nicht geheilt habe. Tut mir leid, Sascha. Das für ein Heiler schon wieder. Eigentlich bin ich kein Heiler. Aber wenn ich das sage, ist das nicht gut. Was ist das für ein Paladin? Ja, schon besser. Einer, der. Hier warst du drin? Einer, der versucht, Damage zu machen und geheilt. Echt? Wer war das? Der Sarge. Ich war nicht drin, ich bin hier im Raum. Ach so, ja, dann war es bestimmt ich. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, gell? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, na. Ja, das ist eine Kiste. Jo! Das ist viel. Was ist denn das für ein hässliches Tier? Ja, das schauen wir jetzt gleich. Das sind mehr als nur ein Bogenschütze. Du hättest doch warten können, bis die Heilung wieder bereit ist. Nein, das ist doch langweilig. Hallo, wir haben doch das eine Mal in diesem komischen Tempel auch geschafft. Im Ferienlager meinst du? Das eine Mal im Ferienlager haben wir auch geschafft. Weißt schon, das mit der Trompete und so, Tobi. Was? Wen hast du da geschafft mit der Trompete und so? Dich! Ach. Nö. Was nö? Das ist so wieder so ein blödes aus der Ferne Dingsviech. Ja, vor allem ist ein großes aus der Ferne Dingsviech. Ja, und das haut auf mich die ganze Zeit drauf, ich kann nichts machen. Das haut dich aus der Ferne. Hinter dir ist auch noch einer, gell? Ja, aber der haut mich nicht. Nein, nein, der schießt mir nur an. Ja, der tut nur so. Das andere Viech ist gemein. Ah, scheiße, warte mal, das, wenn ich das jetzt nehme, das wäre nicht so gut. Ja, ja, nimm du mal das da. So, der ist weg. Und dann. Oh, oh. So, ich hab die Aggro. Von was? Von allem. Sollte ich zumindest. Der egal, ist hier schon alles tot. Hä? Oh fuck, ich hab Teleport gedrückt. Na, der war lustig, Sasch. War da noch was? Der einfach da reingedrückt. Wo seid ihr? Na, wir haben noch nicht reingedrückt. Warum nicht? Sollen wir da reindrücken? Ja. Okay, Millers, wir müssen da reindrücken. Wo sind wir? Was für ein Ei müssen wir drücken? Das nein. Don't drück my Ei. Und? Super, wir sind jetzt hier reingekommen für eine Kiste, oder was? Nein, das ist mehr. Zwei, drei Kisten. Kiste. Du meinst drei Gegner hier, oder was? Super, wir sind jetzt hier reingekommen für drei Gegner. Nein, da ist kommt bestimmt ein Boss. Millers, lauf halt mal in die Heilung rein, bitte. Nein! Heilung musst du voller kommen. Ja, ich muss die ganze Zeit meine Waffen wechseln. Ich muss die ganze Zeit meine Waffen wechseln, weil der Holger immer nicht in die Heilung reingeht. Hallo, stirb halt! Ah, oh, endlich ist mein Schwert auf 20. Kannst du nicht einfach zu Holger sagen, dass er sterben soll? Ja, er soll nicht sterben. Was hat sie jetzt wieder damit zu tun? Sonst krieg ich wieder Ärger, weißt du? Dann heißt es wieder von wegen, ich habe nicht getankt und sowas. Ja, dann heißt es wieder, ich habe nicht geheilt. Ja, das ist das. Der Heiler ist eh immer schuld. Außerdem kann der Tank gar nicht die Akku halten. Weil du pullst. Warte mal. Was ist das jetzt für eine Ausrede? Warte mal, nicht warten. Sasch, Sasch, Sasch! Ja, ihr seid lustig! Wieso wir? Der Millers. Nee, es war's ihr. Eindeutig. Ich hab gar nichts gemacht. Doch, seid ihr mal ihr. Das ist ja das Problem. Muss was machen. Wir hätten ja aufhalten können. Du hast doch bestimmt einen Millers Dauerpull-Aufhaltespruch, oder? Ja, nein. Doch, und jetzt kurz warten, ich muss mein Skill setzen.
Ja, alles klar, ich war schon. Ein episches Haltet ein. Er greift schon wieder an. Ja, sowieso. Hier ist nur einer. Der hat mehr Ball, Lars. Der hat den Ball auf mich geschmissen. Ja, komisch. Okay, ich kann den Punkt eh nicht einsetzen. Ich kann den nur außerhalb des Kampfes einsetzen. Das wird bei hier nicht passieren. Wieso kämpfst du denn auch andauernd? Ja, genau. Willas, mach das Oichi Poichi kaputt. Autsch. Wer ist Oichi Poichi? Wer ist da rumfliegt? Das ist ein Oichi Poichi. Muss ich das wissen? Sicher zu Gott? Weiß ich, wie Gott aussieht? Ja. Guck mal her. So sieht Gott aus. Aber darf man nicht kein Bildnis von Gott machen und also nicht wissen, wie er ausschaut? Verderbter Schrein. Was? Nicht wissen, wie er ausschaut? Oh, was ist das? Eine Angst. Wenn du ja weißt, wie er ausschaut, dann machst du ja Bilder von dem automatisch in deinem Kopf. Darf man das? Nee, nicht. Du sollst kein falsches Bild. Ich weiß es nicht. Du sollst keinen Screenshot von Gott machen. Das wie denn? Da ist schon wieder was Episches. Boah, cool. Höllenschlag. Ich glaube, ich den auch. Es kriegen bloß Leute, die was. Boah, guck mal, ganz viele Hunde. Bautzis. Das war alles platt. Die Bautzis. Oder? Oh, hab vergessen zu heilen. Das sagst du jetzt halt. Au, au, au. Au, au, au. Sag, wie viele willst du noch holen? Hab ich gar nicht. Alle. Und dann sagen, ja, hab ich gar nicht. Das ist der Holger. Sowieso, das ist immer der Holger. Ja. Dann hau ich auf den Holger die Heilung. Ich hab auch was gekriegt. Weiß aber nicht, ob es von dir war oder von Blocken oder irgendwas. Kriege ich nämlich auch manchmal Heilung. Also ich hab grad geheilt. Also. Okay. Danke. Alles. Ja, perfekt. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Da habt ihr vorhin habt ihr Schiss gehabt bei der Ini. Ja, wir waren ja auch noch nicht beim Scheidenpass. Warum meinst du, der andere ist klüger? Portieren. Ja, der hat Int. Na, noch nicht. Ich will erstmal hier rumgehen. Da ist noch was. Hier rum? Warum hier rum? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Irgendwas sagt mir, wir müssen hier lang. Du kannst sprechen? Oh. Was? Wieder so ein Kackviech. Hat das Kleine da, meinst du, oder was? Ja, ein schönes Buch dabei, aber jetzt hast du nicht so viel Leute. Wieso? Kennen die dich? Jetzt schon! Ne, ich mach gerade eine Quest für die Flaming Fist. Die Flaming Fist? Ja, das sind irgendwelche Spankos, die hier rumrennen und alles abklappen, was irgendwie böse sein soll. Und jetzt ist hier gerade so ein Drow-Mädchen entgegengekommen, so, die ist Dunkelelf, die muss böse sein, wir bringen die jetzt irgendwie so. Nee, alles klar, dann greif ich dich jetzt an. Das war scheiße, ich mach gerade für dir eine Quest. Jetzt kill ich die alle. Ups. Das ist ein Faulkeil, siehst du? Deswegen mussten wir dahin. Nur für Holger. Ich war das gar nicht. Achso, schade. Ja, das war ich doch. Die falsche Stange hat er wieder zugeschlagen. Hast du gesagt, schade? Ich hab gesagt, Scharade. Mhm. War nah dran. Marmelade, ja. Was für ein Schamane? Schamarade. Oh, das schaut hier. Warte. Kein Schmarrn machen hier. Der hat Geschicklichkeit, was will ich? Hä? Magirla spielt New World, Magirla spielt Black Desert? Was? Gleichzeitig, echt geht das, Müllers? Oh. Wer kann, der kann. Konzentration. Jetzt habe ich diese doofe dunkle Elfe gerettet, meine Quest dadurch versaut und die ist einfach abgehauen. Was? Cool. Vielleicht kommt sie später nochmal. Okay. Seid ihr bereit? Nein. Was? Da ist einer, Dafür! Dafür?
Ich hab hier spawnt einen Bogenschützen neben mir. Dafür haben wir gekämpft. Nur für diese zwei, drei Mobs. Nein, da kommt noch einer, Sasch. Wo? Oh. Hinter uns. No! Nicht dein Ernst. Sasch, da sind noch zwei gespawnt. Oh mein Gott. Wird gleich unübersichtlich. Oh, daneben gehauen auch noch. Sind die da alle so aggro auf mich? Entschuldigung. Hä? Jetzt nicht mehr. Aber die sind eh nicht mehr. Sind ja nicht mal richtige Elite. Hier. Das ist die Welle. Das ist die perfekte Welle. Ja. Ah, schau mal, jetzt leuchten da ein paar Symbole. Da kommen nochmal so drei, vier Wellen. Ja. Das macht die mal. Ja, bin doch dabei. Ein paar Wellenbrecher installieren. Warum bin ich eigentlich fast tot? Ja, weil ich muss gerade zwei Leute heilen. Okay, okay, okay. Und ich warum heilst du nicht die Gruppe? Ich kann nicht die Gruppe heilen, wenn der eine an der einen Seite steht und der andere an der anderen Seite. Halt einfach fremde Leute aus irgendeiner anderen Gruppe, ich glaub's ja. Hey. Felix George. Die alten Leute. Bleib doch bei der Gruppe. Er sagt, er muss irgendwelche Gruppen, irgendwelche Leute heilen. Komm her zu mir! Du gehörst mir! Für Spartakus! Jetzt habe ich gerade keine Heilung mehr. Okay, dann ist gut. Ich bin jetzt hier ab hier. Ich habe es geschafft, dass ich alle wieder kriege, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt alle gekriegt habe. Ein Ah, scheiße, jetzt habe ich übersehen. Sorry. Den hast du nicht gekriegt, Sasch. Und hinter uns ist auch noch einer. Ah, nein. Den hast du auch übersehen. Entschuldigung. Aber er ist aggro auf mich. Das ist schon mal was. Naja. Und wen haben wir jetzt beschworen? Soltun Kul. Nee. Den kenne ich. Ja, ich auch. Wer ist Soltun Kul? Der da steht ein schlagkräftiger Mitarbeiter. Oh, Platin. Und wo ist der? Du haust ihn doch gerade. Ja, aber von wo ist der schlagfertig, der Mitarbeiter? Keine Ahnung. In der Aussprache. Er hat sich einen Heiltrank genommen. Der hat sich gerade geheilt, die Sau. Ja, und der hat einen Freund herbeigerufen, ne? Nee, der Freund war schon vorher da. Oh, der hat sich gedacht, er kämpft erst später. So, und jetzt? Einfach da durch, oder was? Sasch, da ist noch ein Mitarbeiter. Und? Holger, hast du noch welche gefunden? Nicht mehr. Nö, nö. Nö, nö. Ich hab extra geguckt, aber... Keiner mehr da gewesen. Oh, da kommt was. Ich könnte meinen Unhalt drücken. Oh, dahinter ist ein Boss. Der Lush her. Was? Lush her? Lush her. Ja, Lush. Er ist halt Lusher. Aber warte, bis mein Heilzauber wieder ready ist. Oh nein! Ach toll, nee! Warte, bis mein Heilzauber wieder ready ist. Ach nee, Mirlas, geh mal weg da. Alle rein ins Getümmel! Ich glaube, das ist kein Boss, oder? Nee, ist kein Boss. Nein, der ist so brutal. Der hält aber bloß ein bisschen was aus. Oh! Ja, Nahkampf ist so bei dem halt einfach irgendwie kacke. Ja. Wen habe ich jetzt im Visier? Hab ich mir das? Oh. Alle gestärkt schon? Ja. Dafür habe ich einen epischen Zauberstab bekommen. Mit Stein drin. Yay. Den kann ich auch benutzen. Hey, ich habe jetzt schon zwei Taschen Wacholderbeeren bekommen hier. Echt? Ja. Und der Holger immer noch nicht. Nee, der hat mich gekriegt.
Guck mal. Alter! Sollen das? Die wollen wieder runterschubsen. Ja! Ja. Schaffen sie das? Hätten sie fast geschafft, ja. Wieso haben sie das nicht? Hey. Ist das eine total normale Frage? Warum haben sie das nicht? Ja, weil ich es noch irgendwie abwenden konnte. Nee, ich habe keine Taschen. Oder Bär. Was? Gut, gern klatschen. Boah. Boah. Was denn? Alter, die schweren Schläge mit dem Hammer, wenn die auf 4 Leute gehen, das macht schon ordentlich Schaden. Schon, oder? Mhm. An jedem habe ich jetzt, glaube ich, über 2000 Schaden gemacht. So 2500. Hat jemand mal auf die Karte geschaut? Nö, was kann die? Gut. Ich hab schon gedacht, hat irgendjemand von euch mehr einen Streber und würde mal auf die Karte schauen. Aber nein, keiner. Warte, so wohl nicht, dass wir wissen, was wir tun. Und Holger, wie ist es jetzt? Ist jetzt besser mit dem Tanken oder immer noch genauso schlecht? Ja. Sieh dir meine Lebenslinie an. Die würden mich nicht hauen, wenn du Akku hättest. Du bist noch nicht gestorben. Ja, du läufst in die Bomben rein. Nein, ich hab doch hier einen Magier vor mir. Ja, warum pulsten die schon wieder? Das ist echt geil. Er hatte gerade Zeit. Er hatte gerade Zeit, ja. Er war nicht ausgelastet. Er war nicht ausgelastet. Er hat sich gedacht, Mai, es gibt's doch nicht. Jetzt sterbe ich immer noch nicht. Ah. Ich hatte noch 15% Leben. Was soll ich machen? Lass den Boss da hinten stehen, gell? Ich sag's dir. Der ist noch One-Shot. Der Boss? Ja, das kann sein. Bis vielleicht meine Heilung wieder ready ist. Okay. Oh. Okay, Zeit um. Und los. Oh, oh nein! Nicht dein Ernst! Wie soll ich denn das? Also, was? In die Mitte! Einfach in die Mitte. In die Mitte? Nein, die Heilung in die Mitte. Ach du Scheiße. Nö. Nach links! Das macht direkt hin. Oh fucking Bullshit. Wo ist der Mirlas? Da. Ach nein, jetzt hat der Sascha. Wo ist der Sascha? Bin schon da, keine Angst. Alles gut. Wenn der erste Tentakel mal fällt, dann sind wir aus dem Gröbsten draußen. Oh fuck! Ah. Ist der eine Tentakel erstmal down? Ja. Oh, endlich. Ach, das sind ja alles Knoll-Veteranen. Kein Wunder, dass sie nicht so killen. Oh, und den anderen. Tentakel 2, oder? Jo, Tentakel 2. Day of Tentakel 2. Ist das überhaupt? Nee, leider nicht. Gibt nur den ersten. Wobei Day of Tentakel ja eigentlich der zweite Teil ist. Wenn diese komischen Spiele von da vorne ist, das habe ich nie so ganz gedacht, was da passieren wird. Ja, da hast du ja die Tentakel befreit. Ja. Schon. Ja, also. Irgendwas mit Atomexplosion, wenn ich das noch richtig in Erinnerung hatte. Also, der war jetzt mal ein bisschen anspruchsvoll, der Boss. Nee. Kann er nicht. Die zwei Mobs drumherum waren anspruchsvoll. Ja, es insgesamt war dann dadurch anspruchsvoll. Oh, da hinten. Das kriegt bestimmt der Neid-Tipp. Kriegt bestimmt der Neid. Achso, er wollte das andere. Oh nein, ich kann es ja gar nicht nehmen. Warum nicht? Achso, ich muss einfach bloß Sachen zerstören. Da hinten ist noch eine Truhe drin, gell?
Oh nein, ich muss noch mehr Sachen zerstören. Boah, das Schild sieht ja scheiße. Ich meine nicht scheiße, geil aus. Welches Schild? Das Schild sieht ja scheiße geil aus. Das ich immer mit hab. Okay. Ich muss doch nochmal Magier spielen, sehe ich gerade, mit dem epischen Stab dann. Okay. Oh ja, 108 Taler und 59 Taler. Werden sich den Scheiß ausgedacht. Wieso kriege ich denn nicht so komische Kisten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich auch vielleicht, nicht. Wahrscheinlich hast du schon zu viel Kohle. Was kann ich? Weiß ich nicht, was du kannst. Was kannst du? Was kann ich? Es ist. Ich hab gesagt, das kann ich. Und das. Nicht was kann ich, sondern das kann ich. Ja, genau. Das habe ich nämlich auch verstanden. Das gesagt hast. Ja, ganz sicher hat er das gesagt. Das habe ich niemals gesagt. Hey, wir haben da schon ganz unten eigentlich. Die hört nur nicht zu. Was? Und da sind wir noch gekommen. Ja, aber da sind wir gekommen. Ja, deswegen, wir müssen da jetzt wieder durch den Teleport durch. Was haben wir gemacht da? Durch den Teleport durch. Welchen Teleport? Wir können hier über die Brücke gehen und da hinten. Lass uns doch mal über die Brücke hier gehen, da ist eine Brücke. Hä? Bei der Brücke waren wir doch schon, oder? Nö. Wenn die aber noch einer wohnt, dann kann ich warten. Und die Gegner, die haben wir da gelassen, oder wie? Okay, Entschuldigung. Ey, du bist mir so ein Tank. Das schaut ja ganz blutig aus da. Ich weiß nicht, ob ich da reingehen will, wenn da Blut ist. Ja, hat wohl die Tage. Ach ja. Was hat er gesagt? Nasenbluten? Nein, die Tage. Ah. Hauptsache Blut. Was war das? Blutopfer. Da hat jemand eine Tröte geblasen. Da hat jemand eine Tröte geblasen. Habt ihr das gehört? Ja, wie im Ferienlager. Was? Die letzte Tröte. Das war einmal. War unser letztes Weibchen. Was? Die letzten Tage? Letzte Melone. Es waren die letzten Tage. Der Nighty wieder, der Sauhund. Ich glaube, das schaut bossig aus. Oh, das sieht aus wie Boss. Sasch, lies mal die Beschreibung. Nein, das ist doch langweilig. Das kann doch jeder. Warte, ich will erst die Sachen hier zerstören, die wo ich hier wieder im Inventar habe. Sonst muss ich das. Sasch, warte, du kriegst noch Sachen von mir. Warte. Warte, lass mich auch erstmal zerstören hier. Lass mich auch einmal. Nein! Okay. Hast du falsch zerstört? Ja. Darf ich dir jetzt was geben? Noch nicht. Jetzt. Oh. Okay, cool. Nein! Hör auf zu pullen. Aus! Aus! Nee, das. Jetzt kannst. Jetzt komm. Hör auf! Mirlas! Jetzt kann ich. Nein! Ach, Mirlas! Hat er gesagt! Ist vorbei! Da, jetzt geht die Tür zu. Ja. Ach, Mirlas! Du hast gesagt, jetzt geht's. Nein, hat er nicht. Doch, ganz deutlich. Leute. Was denn? Der Mellas kriegt Aua. Alter, der haut ganz schön viele Hunde rein. Leute, was sind denn die ganzen scheiß Kötern? Mellas. Jetzt mal da ins Eck zu mir. Mellas ist tot. Ja, komm mal hier ins Eck. Ja, geh mal hier ins Eck. Der Sasch was. Ah. Kannst du ihn wiederbeleben? Schaffst du das? Wie denn? Ich hab die Mobs hier hinten, du haust mir einen Heilkreis rein und. Wenn ich einen Heilkreis wieder hab, mache ich das. Okay. Das Spiel, ey. Sasch geht mit dem Boss hin. Ja, wo bist du denn? Na, da zum Boss hab ich gesagt, sollst du hin. Ja, ich schau ja. Soll ich da hinkommen? Also, ich bin bei dem Typ eingebrochen. Bei wem bist du eingebrochen? Wie gesagt, bei ihm. Der war in so einer Banditenlage und hat gesagt: Ja, hier, das ist voll kacke. Oh, scheiße. Ich bin down. Fies, hier raus. Ach, nö. Und ich hab vorher halt sein komplettes Dorf abgeschlachtet. Er hat mich angegriffen, als ich seine Truhe geplündert hatte. Das ist sehr seltsam. Tja, der wird spannend. Ach, der geht schon. Ja, gehen tut er schon, bestimmt. Schau, Sascha, ich habe ihn gleich geschafft. Oh, warte, falsche Taste. So viele Hundis.
viele Muffins. Ich konnte nicht mal mehr heilen, weil die mich nur noch weggeschossen haben. Wie krass. Wie krass. Versace, ich hab noch Sachen für dich, warte mal. Da. Ja, jetzt ist auch Schwachsinn. Nö, jetzt ist gut. Nee, die ist ja eh schon kaputt. Kann ich mich leicht bewegen? Ja, die sind auch schon kaputt, wenn du sie hast. Warte. Bitte noch nicht. Okay. Millers hat gepupst. Okay. Sind wir soweit, oder? Musst du Millers fragen? Der steht bloß da. Millers? Er ist beleidigt auf uns. Stopp. Er vielleicht sagt irgendwas. Da ist irgendein komischer Kreis. Links, rechts. Seht ihr die? Ja. Da kommt irgendwas Böses. Ich glaube, wir sollten eher die Mobs schauen, dass wir diese blöden Hunde die ganze Zeit tot kriegen, oder? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nur auf ihn drauf gehen. Ich weiß nicht, ob er dann noch mehr... Ja, wenn wir auf ihn drauf gehen. Schau, da kommen nicht noch mehr Hunde. Alles klar, mach die Hunde platt. Die halten ewig viel aus. Ach, Scheiße. Der Heilkreis ist hier. Ja, ich weiß, ich muss nur die Hundis so herholen, dass... Aber irgendjemand muss trotzdem Damage an dem anderen machen. Ja. Ich halt wirklich viel aus. Aber er tut auch immer gleich wieder neue. Na, er tut auch, während die Hunde noch da sind, neue. Hm. Wenn die so weiß leuchten, sollte man blocken. Ja. Wenn die Wölfe, die Hundis da weiß leuchten, dann sollte man blocken. Was können diese Kreise? Wie wirken die irgendwas? Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir die später dann noch aktivieren. Damit wir dann darüber kommen. Oh, Scheiße. Was denn? Mein Schwert ist fast kaputt. Warum hast du es nicht repariert? Eine gute Frage. Nächste Frage? Ja. Ich hab diesen Account. Was ist das für ein Todesstrahl da? Das weiß ich nicht. Muss man bei dem Todesstrahl in diese Dinger gehen? Vielleicht. Oh, man muss tatsächlich reingehen. Oh, da wird mir weggeportet. Ah, Scheiße! Wie komme ich wieder zurück? Wie kommst du wieder zurück? Fuck! Fuck! Ah, tot. Die haben mich runtergeschmissen. Wo bin ich denn jetzt? Na toll, jetzt laufe ich irgendwo in der Map rum. Und bin tot. Okay, ich bin auch tot. Okay, also in diese Teleport-Dinger wahrscheinlich nicht reingehen, hä? Ja. Da teleportiert es eins weg und man ist dann bei diesem Obelisken. Ich weiß nicht, ob man da was machen kann. Okay, ich muss jetzt erstmal meine Sachen reparieren. Wieso? Kostet auch nur 160. Hat sich auch gelohnt. Ja. 100, schau, ich habe bloß 143,59. Okay. Okay, ja. Was denn? Einfach nochmal oder wie sollen wir es machen? Meinst du, dass wir den dann schaffen? Alle guten Dinge sind drei. Boah, guck mal den Speer an. Ja.
Pass mich mal auf. Ja, aber lass doch erstmal überlegen. Ja, überlegen? Ja, wie machen wir den jetzt? Ja, einfach drauf. Einfach drauf, na gut. Ja, die Hunde halt wieder weg. Müssen wir halt schauen, dass wir die fokussen und am besten so möglichst nah zusammenbleiben, wie es geht. Und nicht in diesem komischen Ding drin stehen bleiben. Welchen was der jetzt gerade gemacht hat. Hab ich nicht gesehen. Der macht so ganz blödes. Der macht viele Todesmagie, habe ich so das Gefühl. Das Karottenmagie. Nee, Todesmagie. Hab ich gesagt. Wie hast du dich dann teleportiert? Bist du einfach da stehen geblieben oder? Ich bin einfach nur da drauf gegangen. Das war alles, aber oder was? Eben von der Seite, wo der Strahl kommt. Ja. Das war alles. Ich habe nichts gemacht. Okay. Autsch. Ach, C5 war. Kriegst du den nochmal? Ja, dann musst du die Hunde wegbringen. Ja, ja, ich versuch's. Ich hab aber gerade kein Aggro-Ding, wo ich ziehen kann. Ah, das ist natürlich schlecht, wenn die alle auf mir stehen. Ich weiß. Nein, nicht dein Ernst. Nein, das gibt's doch nicht. Nein, der hat ihn gleich getötet, wo er aufgetaucht ist, der Boss. Aufpassen wegen den Explosionsdingen. Ah, er ist unverwundbar dann in der Zeit. Wir müssen rüber. Ja, dann gehen wir mal rüber, oder Sasch? Ja. Welche? Links, rechts, oder was? Ja, du kannst bloß in den einen gehen. Geht das bei dir? Ja. Bin auch mal rübergekommen. Jo. Wenn wir das vorhin hätten so gemacht hätten, hätte es vielleicht sogar geklappt beim ersten Mal. Beim zweiten Mal. Geil. Verderbnis war das, oder? Was uns da jetzt den Damage gemacht hat. Ja, der Typ hier, der haut halt auf den Boden. Ne? Das Teil ist kaputt. Geschafft. Ja. Jetzt sind wieder die... Ah, die Hunde sind down. Jetzt sind wir bei der nächsten Phase. Und die Hundis sind wieder da. Und die nächsten Hundis. Oh oh. So, hinter den Typi stellen, wenn es irgendwie geht. Dass die Hunde da... Ah, fuck, echt, ey. Echt jetzt? Ja.
Weiß ich nicht, irgendwas mit der Invasion ist jetzt gerade aufgeploppt. Ja, noch keine Invasion, Sasch. Haben wir schon wieder neue Klöter? Tja, ja, immer. Aber wenn wir währenddessen dann auch noch zusätzlich auf ihn mit einhauen, dann ist es nicht so tragisch. Ja, mein Hammer macht zum Glück gleichen Damage. Ja. Jetzt kann der, muss der mir das zuschauen. Der kann, glaube ich, nicht mal zuschauen. Außer bei mir im Stream. Da kann er zuschauen. Oh, sag doch bitte, wenn du eine Heilung brauchst, dringend. Ach so. Weil ich übersehe das ab und zu. Weil ich halt mit Damage drauf hau und dann. Ja, ja, Entschuldigung. Kann es passieren, dass ich dann auf einmal. Hinter den? Was? Ah! Mistviecher! Er hat jetzt noch 40% circa, oder? Glück hast du genug Energie. Oh oh, oh oh, oh oh. Das war knapp. Leck mich am Arsch. Wie viel hat jetzt noch Sasch? Noch circa 30 oder sowas, oder? Ah, keine Ahnung. Meinst du, den könnten wir kriegen oder was? Vielleicht. Wenn der nicht so viele Hunde da beschwören würde, wäre das viel einfacher. Ja. Die sind zacknervig. Hast du noch ein Heilding? Oh, was? Heil, ne? Er ist wieder Ding. Wir müssen erst auf dieses, wo ich bin. Du erst zu mir. Tobi, komm her. Hier auf die Seite. Ja, wartet, lass doch erst die Hunde töten. Die kommen doch nicht mit. Die bleiben doch bei ihm unten stehen, ja, oder? Ja, aber die machen ja trotzdem Damage, oder? Nein. Die können uns nur Damage machen. Die haben ja keinen Fernkampf. Wer macht dann Damage? Irgendwas macht das Damage. Ja, der Typi. Der ist blöd. Mit seinen komischen zwei Strahlen da. Dann müssen wir zur anderen Seite nochmal rüber. Verderbnisschaden, du musst halt den Heilkreis noch mal ein paar Mal reinsetzen, wenn es ist. Ja. So, einmal, jetzt gehen wir wieder rüber. Jetzt müssen wir auf die andere Seite. Wow, also, es sind nicht mal Wölfe gerade da, das ist ja total geil. Ja. Meister Dauerpull, bist du noch da? Er redet nicht mehr mit uns. Ja. Noch immer ist gemutet. Ja, warum auch immer? Gemutet. Hat sich selber gemutet. Ja, oh. Ich wollte nur sagen, ihr seid schuld. Warum? Ja, warum, sind wir, warum sind wir schuld? Heilung! Ja. Der macht ganz schön viel Damage hier, siehst du das? Ja. Nur das haben wir geschafft. Jetzt können wir killen. Den Drecks. Nein. Willst du mich verarschen? Was? Warum hat der jetzt volle Energie? Keine Ahnung. Vielleicht ist das jetzt die zweite Phase und jetzt ist er dann danach tot. Und er tut jetzt nicht mehr so viel Damage machen. Meinst du? Aber wir sind ja Hunderwerbung. Ich glaube, wir sind im After. Deren After. Warte, Sasch, das fängt immer wieder von vorne an. Das wär's jetzt. Den restlichen Stream machen wir dem Boss. Das ist ein ewiger Kreis. Der ewige Kreis, genau. Wer hat sich ausgedacht, den Scheiß? Wer hat sich ausgedacht, den Scheiß? Ja, das stimmt. Oder wenigstens dabei stehen würde, Phase 2 oder sowas. Ja.
sind so diese Verarschungsbosse. Alles so ist die Schuld meiner Unzufriedenheit. Ist doch alles Wunschdenken. Ja, da hat er recht, der Nico. Der Deko? Der Nico. Ich glaube, ich habe ihn mit Silence bekommen. Wen? Den Typen. Warum silenced du den Typen? Der Pascha? Weil der einen ekelhaften Zauber casten kann, der nichts anderes macht, außer dass meine Figuren etwa eine Minute lang im Kreis laufen. Ich kann die nicht mehr anklicken. Ach, das gibt's doch nicht, Sascha. Schon wieder neue Viecher. Ja, sowieso. Immer neue Viecher. Was denkst du? Ich hab gerade erst die einen Tod gehabt. Sascha, also jetzt, das hält ja nicht mehr lange durch. Doch, das schaffst du, das schaffst du. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Nur so haben wir einen Schuss. Ich seh nicht mal, wie ich heile. Ich bin nicht mal heilsamer durch. Guten Abend, ja. Der Holger will nicht mehr mit uns spielen. Ich lass dich gar nicht sterben. Jetzt macht er mich tot und lass mich draußen stehen. Ich würde dich lieben gern mit reinnehmen. Deine Hilfe wäre hier gerade sehr angebracht. Ey, das ist doch nicht mehr normal, oder? Ich hab dir gesagt, ihr macht das zu zweit. Haben wir gar nicht. Wir müssen näher zu dem Typen hin, damit wir den irgendwann mal auch down kriegen. Ich bin ja immer dran. Bloß ich muss ein bisschen weggehen, wenn ich heile, weil sonst bin ich kein einziger Heilzauber aus. Ja, bricht ruft da schon wieder die Viecher herbei. Aber es ist zumindest ein Viech weniger. Super. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein. Oh 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 oh. Okay. Sehr gut. Das war mal scheiß knapp. Ich hab so das Gefühl, die machen immer mehr Damage, die Viecher. Ja, irgendwie schon. Und die halten aber auch immer mehr aus. Die sind mal leichter gestorben. Ich kann gerade nicht heilen. Ja, alles gut. Oder auch nicht. So, ich bin wieder hinter ihm. Warum? Damit ich genug Damage auf ihn machen kann, während ich hier auf die Fresse krieg. Sagt der Tank, der, dass er genug Damage macht. Ist schon lächerlich eigentlich. Nein, ich hab versehentlich meinen Heiler eingeschläfert. Wie hast du das angestellt? Ich hab Color Spray gecastet. Ich dachte, mein Zauberer steht weiter vorne, aber der steht ganz hinten. Hat alle erwischt. Nur der scheiß Kleriker hat nicht geschafft. Und der Schlimme ist, der Kleriker speziell in Elf, weil der 90% Resistenz gegen sowas hat. Autsch! Was die tun, der tut immer, wenn wir den den dritten Wolf töten, ne? Ja. Also wenn noch drei Stück da sind und wir den dritten töten, tut er wieder drei neu herbei. Scheiße! Fuck! Tot! Nein! Wenn du mich wiederbeleben kannst, ist gut. Wenn nicht, dann ist vorbei. Warte, klar, Sasch, warte, klar, Sasch. Sterb dich zu mir durch, dann kann ich dich verletzen. Ah! Nee, es ist vorbei. Es ist vorbei. Aber, Mann, schau, warte, den krieg ich noch, Sasch, den krieg ich noch. Holger, wir wissen wenigstens, wie die Mechanik funktioniert. Ihr jedenfalls. Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir das zu dritt schaffen. Ach, einmal geht noch.
Willst du mich verarschen, ne? Einmal geht noch. Aber denk an die Reparatur. Ja, auf der Gildenbank ist genug. Herr Müllers muss sich versuchen, mit selber zu heilen, weil ich krieg euch nicht beide die ganze Zeit geheilt. Pass mal auf, Müllers. Wo bist du denn? Die an der Tür. Okay. Also, wenn ihr diesen Strahl castet, dann gehen wir auf den Teleporter und zwar alle zusammen. Und schau, dass du den Zaubern von den Typi ausweichst und die Wölfe und sowas. Schauen wir mal, dass wir Nighty und ich die übernehmen. Ja, dein Char hält ultra wenig aus. Das ist halt das mit der leichten Rüstung. Ja, das stimmt. Brauchst du noch schwere Rüstung? Ich hätte noch was. Ja. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wir sie erfahren werden. Das sehen wir gleich. Habe ich überhaupt schwere Rüstung? Ja, das ist. Das hier ist schwer. Das ist Mittel, das bringt dir glaube ich eher nichts. Das ist auch Mittel. Mittel. Ist auch schwer. Und das ist schwer. Was ja. Macht ihr da jetzt? Er kriegt eine schwere Rüstung von mir. Weiß nicht, was das bringt. Er hält halt mehr aus, wenn du ihm schwere Rüstung gibst. Das schon. Ob es was bringt, weiß ich auch nicht. Okay. Aber das ist auch Kacke mit der Verderbnis hier, weißt? Wir kriegen auch noch Verderbnisschaden. Naja, nee, wir kriegen hier außen nur bloß Verderbnisschaden. In der Mitte kriegen wir keinen. Nicht? Nein. Verderbt nochmal. Oh, guck mal, wie süß er aussieht. Hast mir aber einen Scheiß gegeben, du. Dafür gibt's auch Tränke, ja, die haben wir nur nicht dabei. Ich hab ihn hier. Mächtiger Trank der Regeneration. Wir brauchen starker Trank der Regeneration. Mächtiger Trank der Gesundheit. Vielleicht nehme ich sogar die. Ist das ein A, ne? A, ne? Weiß ich nicht. Nee, wenn hier Verderbnis ist, ist er keine Ahnung, ne? Okay. Mussten wir das fragen? Schaust doch super aus. Ich weiß gar nicht, was du hast. Die ganze Gruppe gekillt. Aber sieht richtig cool okay. Aus. Bist du bereit? Wir lassen Dauerpullus. Wir schauen mal. Okay. Naja, eigentlich ist die Millers nicht bereit. Er ist schon wieder halb tot. Wir müssen da auf jeden Fall auf die Attacken aufpassen. Wenn die Hunde so weiß leuchten, einfach blocken erstmal. Oder ausweichen, was ich lieber ist. Und nicht in diesen Kreisen von dem Typ hier drin stehen bleiben. Agielas hat einen am Oima. Oimel? Was am Oima? Am Oimel. Was? Warum hat meine es nicht geblockt? Autsch. Wir hauen zumindest mal mich. Ich glaube, um die Hunde brauchst du dich eigentlich gar nicht kümmern, weil ich glaube, die sind. Holt der ja eh immer gleich wieder. Ich glaube, hauptsächlich auf den Typen drauf. Bloß auf ihn draufhauen. Ja, sobald der das mit dem Strahl macht, dann musst du eh rüber und dann sind die Hunde eh weg. Achtung, ich muss die Aggro erst nehmen von denen. Geht's nicht. Okay, ich habe die Hunde, zwei habe ich. Autsch. So, jetzt habe ich alle vier. Hab ich geheilt? Habe ich dich geheilt? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Noch lebe ich.
Okay, er geht in die Mitte, er castet und hinten in den Teleport geht. Hinten in den Teleport, los, los, los! Lauf rein, Holger. Und aufpassen, dass ihr nicht mit dem Rücken zum, weißt schon, was steht. Yo, genau, so heißt das. Das war einfach. Apples. Apples? Apples. Und dann schauen, dass du im Heilkreis reinstellst, weil hier kommt dann nochmal Verderbnisschaden. Das doch nicht. Stecke ich jetzt in dieser blöden Kugel fest? Gleich nicht mehr. Schau dir den Scheiß an. Ich häng da drin fest. Gleich nicht mehr. Ich komm da nicht raus, Sasch. Jetzt. Oh, ich bin befreit. Und jetzt auf ihn. Und erstmal Miller's Heil. Oh. Also jetzt schaut es ein bisschen besser schon mal aus, für die erste Phase zumindest. Hunde! Ich hab die Aggro jetzt. Von einem. Jetzt dürfte ich sie normalerweise gesamt haben. Hoffe ich. Also irgendwie ist jetzt für mich auf jeden Fall leichter zum Heilen. Ja, weil der Holger noch mitheilt. Ja. Ich weiß. Er wird gleich wieder porten. Also die Portale machen. Ja, das macht nicht für den Rest. Oh oh. Was denn? Ja, ich hatte ziemlich wenig Energie gerade. Ach, Schmarrn. Du sagst immer bloß oh oh, wenn du fast keine Energie mehr hast. Ich habe gesagt, du musst vorher sagen, wenn du. Ja, Entschuldigung, hast. Ich verliere gerade Energie. Ja. Ja, sehr geil. Ja, was kannst du denn erwarten? Ah ja. Aber er wird jetzt dann gleich wieder porten. Diese Strahlen machen. Ja, wir müssen schauen, dass wir in den gleichen gehen, gell? Weil jetzt macht er dann zwei. Ja. Wir gehen wieder in den, wo wir zuerst gegangen sind. Also. Welcher war das? Der rechts. Wo ist rechts? Das kommt immer drauf an, wo wir gerade stehen, weißt du? Da, wo wir hergekommen sind, rechts. Okay. Dann war jetzt bei der Ranke. Okay. Wo wir hergekommen sind, rechts. Hier, rüber. Holger? Naja, eigentlich, okay. Das ist links, aber okay, wir gehen links. Total koordiniert. Du hast gesagt, wo wir hergekommen sind, wenn ich jetzt da schaue, wo wir hergekommen sind und dann rechts schaue, dann war das rechts. Von dir aus der Richtung schauen, wo wir hergekommen sind. Das hast du, das hast du nicht gesagt. Was? Der liegt im Lager? Ich hab's jetzt nicht mitgekriegt. Okay, vorwärts. In das Ding. Zack. In das nächste Ding. Genau. Das nicht so ist wie das andere Ding. Aber. Aber schöner. Aber es macht Damage hier. Leckt sich am Eimer. Also zu zweit schafft man den Boss nicht, aber zu dritt schafft man den doch. Wäre doch jetzt gelacht, oder? Ja. Ja, ich Holger glaub, Heiltrank zwischendrin mehr. Dann auch nochmal nehmen. Heiltränke nehmen? Ja, die ganze Zeit. Und auch auf, Abin! Jetzt pass auf, jetzt war es vorhin buggy, jetzt stirbt er dann, oder? Aber jetzt hat er auf einmal nicht volle Energie. Ja, wahrscheinlich aber zu lang gebraucht. Kann sein. Phase 2. Nee, jetzt kommt Phase 1 beendet. Ja.
Kehre mit dem Schlüssel zu Torps Gemächern zurück. Ach du Scheiße. Wer ist Torp? Ist noch gar nicht fertig. Wer hat den Schlüssel? Das war nicht der Endboss? Nee. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Das wird lustig jetzt. Da ist ein Brief. Von wem? Wir müssen zu den Gemächern zurück. Hey, dann wird der Endboss ja bestimmt viel leichter als der Boss, oder? Bestimmt! Ganz sicher sogar. Es ist gar keine Frage, dass der leichter wird. Das ist ja schon sowas von sicher. Wo sind zwei Kisten? Wo sind zwei Kisten? Na, hier bei dem Teleporter. Achso? Was denn das? Ach, da ist der Schlüssel. Okay, hier ist die Schlüssel in der hier, einen Kiste. Hier ist die Schlüssel. Aufpassen, gell? Ich kann ja wohl so falsch sprechen, wie ich will. Ja, ja, darfst du. So, jetzt dürfen wir uns wieder teleportieren. Wo ist der Typ? Wieso teleportieren? Hier geht's doch weiter. Ja. Ich glaube, ich muss meine Sachen reparieren wieder. Ja, das werde ich schlecht, Sasch. Irgendwie halten deine Sachen nichts aus. Nee, warte mal, Schwert ist gerade noch relativ gut beieinander. Passt. Reparier's einfach. Nein! Warte nicht, weil dann kommen wir wieder in so eine Situation. Wie jetzt? Okay, ich repariere's. Moment. Kostet nur 14 Taler. Gut. So, wir haben jetzt den Schlüssel. Was machen wir jetzt mit dem Schlüssel? Na, da zurückgehen. Du, wir haben Millas vergessen, Sasch. Millas, wo bist du? Warum ist die Millas? Was? Bist du? Was hat er gesagt? Ich hab hier eine Platin-Ader. Ach so, okay, ja dann. Das verstehe ich. Das war aber mein Platin. Platin war für mich reserviert. Der hat aber noch nicht genommen, hast du nicht. Hab ich nicht, ne? Ja, selber schuld. Der hat den Schlüssel abgegeben? Nee, noch keinen Schlüssel abgegeben. Wir müssen erst kämpfen. Wir müssen erst hinkommen. Und dann kommt der Endboss, da bin ich jetzt echt gespannt, wie der ist. Den schaffen wir nicht. Schon fertig machen können. Was? Lee Kreukrapfen! Ich bin mir ganz. Weißt du, was der Endboss ist? So eine bescheuerte Krake wahrscheinlich. Eine Krake? Krakismo? Die tun mich in den Teleporter rein. Weine. Warum schlägst du mich, Sasch? Oh. Warum ist Holger fast tot? Ich hab vergessen zu heilen. Das ist nicht schlimm. Entschuldigung, Holger. Kannst du mir verzeihen? ist das geil. Auf Wiedergesehen. Wer hat wiedergesehen? Ja, dann bis nächstes Mal. Bis denn. Bis mach's gut. Ciao. Wiedersehen. Wiedersehen. Hab ich ja Eule. Hatten wir hier teleportieren können? Nein, ich hab gesagt, hab ich ja Eule, dich Heule. Wo müssen wir das Ding jetzt eigentlich reinstecken, Sasch? Ich weiß es nicht, bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Das sieht doch sowas aus. Da ist schon wieder so einer. Da ist schon wieder so einer. Den brauchen wir für die Quest, Sasch. Ja. Weißt du was, wir hauen den einfach. Ja, das können wir. So, jetzt pass mal auf, warte mal. Was steht hier in den Räumen drin? Steckt hier ist, verlasse das Portal. Hier steht, brich in Torps Gemächer. Ah, das ist dann hier lang, oder? Ja, hier lang. Hier sind die Gemächer. Ja, überraschend, dass da noch Leute sind. In den Gemächern? Ja, wie ist da hin? Achso, ja, das ist sehr überraschend. Hat hier jemand gerade was abgebaut? Hey, da müssen wir das Ding reinstecken. Hab's ja, gefunden. Heil erstmal! Wo du wieder das reinstecken denkst hier. Hat da noch gar keine Heilung gebraucht. Doch! Auch immer Heilung. Ich habe 1% verloren. Achilles hat viel mehr verloren als du. Der jammert nicht. Der jammert nie. Er nimmt dann auch nie das Geld an. Vielleicht weil er reich ist?
Und so schön ist und schlau ist und schlank wird, da bist du mal kiek. I'm dancing to the right and dancing to the left. Ich will so ein Charakter sein wie der. Ich will auch solche komischen Teile bauen können da. Ein Joghurtmancer? So, ich hab's entschlüsselt. Was macht ihr da eigentlich? Schießen. Warum? Warte, Melas, du schießt noch mehr. Die müssen dann in der Mitte müssen wir kämpfen. Gegen wen? Ich habe keine Ahnung, bestimmt gegen irgendeinen so Tentakel. Mr. Tentakel. Tentakel, Day of Tentakel ist da drinnen. Ein grüner und ein lilaner Tentakel, Sasch. Boah, hör auf. Wieso? Hast du Angst vor Tentakel? Ja, hier in dem Spiel schon. Boah, jetzt hör doch auf, blödes Vieh. Er sagt, du hast noch mehr gepolt. Ja. Angriff, Sasch, uns greift was an. Er greift noch mehr an, da kommt noch ein dicker. Sasch, bleib halt mal da, wo wir helfen können. Ja, pff, lustig. Scherzkeks. Alter Falter. Jetzt komm! Und ich hatte vorhin gedacht, das wäre der Endboss gewesen. Das ist bestimmt nicht der Endboss. Nee, der nicht. Aber der vorherige, der war nämlich gar nicht mal so ohne. Der war gar nicht ohne. Wirklich? So, jetzt ist das Tentakel in der Mitte. Was? Was für ein Tentakel? Da ist ein Panzer! Autsch. Hat mich das jetzt gerade zurückgeworfen? Ja. Ich glaube, der Panzer mag dich nicht. Da kommt ein Boss bestimmt raus. Au! Ja genau, so ist es mir wie vorhin gerade gegangen. Ausgepanzert. Jetzt können wir uns teleportieren. Ich nehme erstmal die Truhe. Oh, danke. Hey, da war Zeug drin. Echt? Krasse Scheiße. Ja, Glump war drin. Aber? Aber? Zeug. Glump. Okay, fertig? Ja, auf mich Glump zu nennen. Wir sind drin. Wo seid ihr? Heilige. Oh, das ist ein ekelhafter Bär. Was ist denn das? Ich hab gesagt, ein ekelhafter Bär. Ah, super. Okay. Archibald. Das ist Archibald. Okay, ekelhafter. Okay, der ist sehr ekelhaft. Du hast gesagt, der ist nicht ekelhaft. Der hält abartig viel aus. Ach, Schmarrn. Ich will nur ein bisschen spielen. Pass auf, dass ich dich irgendwo runterschubst, du. Ja. Muss eher aufpassen, dass die Akku behält. So, wir schießen doch bloß ein bisschen drauf. Oh oh. Was denn? Ach, weil du mich wieder an. Na, was ist mit dem blöden Bär los? Autsch. Den haben wir auch noch als Quest. Ja? Den Bären. Den Bären? Ja. Hab ich nicht. Nicht? Echt nicht? Nee. Hier ist der als Quest. Hä? War das die Elite-Quest? Das ist bestimmt die Elite für von den Marodeuren. Von Marodeur? Jo. Ja klar, sagst du das, oder? Ja, hab ich doch. Was, kann ihn keiner von euch abbauen, oder was? Nee. Doch, die Villas kann ja Poncha. Echt, kann man den? Oder? Hockt doch gerade drinnen und schnurrt es rum. 6, und? 56
24 dicke Leder habe ich gekriegt. Okay. Ah. Schau mal, was da drin ist. Was ist da drin? Ja, schau doch mal. Ja, ein Tentakel. Aber der ist kein Böser. Kein Böser. Der will nur spielen, Sasch. Das sagst du jetzt einfach, das ist kein Böser. Ja, der ist ganz lieb. Oh, guck mal, meine süßen Augen. Ja, Augen. Er hat keine. Die süßen Augen. Oh, schau mal. Ein Erdsplitter. Oh, schau mal, Bogenschütze. Hey, der ist von unserem Clan, Sasch. Der hat genau deinen Siegel. Was hat der? Ach, laber nicht, Sasch. Was? Zerstöre den Monolithen! Willst du nicht erst die Gegner drumherum töten? Ihr müsst mitmachen. Welche Gegner? Ja, super. Welche Gegner? Vielleicht den, der Meras angreift. Boah, 3600 Crit. Ist das schlecht? Boah, zu dritt schaffen wir den Monolithen. Wenn ihr dicke Haut wollt und eure Häuten leveln könnt, könnt ihr mal Borsholm gehen. Ach, Borsholm. Stimmt, da war was. So, was und was ist jetzt? Was ist da jetzt passiert? Was können wir jetzt machen? Also ich bin auf Häuten schon auf 200. Müssen wir jetzt da lang oder in die andere Richtung? Keine Ahnung. Was ist das hier? Da ist eine Truhe. Das war eine Falle! Ja genau, fuck! Ja, aber das müssen wir mal bei Gelegenheit wirklich mal machen. Was denn? Das, Borsholm. Was ist das? Mal Leder farmen. Beziehungsweise, Skill hochfarmen. Bin schon auf 200. Ah, da ist wieder ein Bindepunkt. Oh, ein Bindenpunkt. Nein, kein Bindenpunkt. Ich wusste, dass das kommt. Ein Bindenpunkt? Die ist aber schon mal länger, die verschlossene Truhe. Die geht noch nicht. Da ist er doch. Kleine Bösli. Oh. Sasch, hast du nachgeguckt, wie der geht? Nö. Also hey, Sasch, rauf! Willst du wieder blaue Sachen haben? Nein, jetzt noch nicht. Dann bin ich überladen wahrscheinlich. Ja, dann schmeißt die Grün weg. Mein Inventar ist nicht so voll. Okay, seid ihr bereit? Nein? Gut, fertig. Jetzt kenne ich das Geheimnis. Ach, das ist er! Hey, den kennen wir doch! Hey, das ist der Schnacki-Duck! Ja! Ach, meine Sachen waren völlig umsonst, der macht ja noch gar nichts. Jetzt hat er, kann man jetzt hat? Nein! Kann man jetzt hat? Kann man jetzt hat? Warum ist der auch auf mich? Ja, genau! Was denn? Sieh, was der abzieht. Schau mich an, das hat er mit einem Schlag abgezogen. Du musst halt blocken. Geht nur 1000 ab. Mit durch den Block. Nö, ohne. Wenn man bei dem bloß draufgekloppe ist, dann ist alles gut. Wenn er nicht irgendwie Scheiße macht. Oh. Der ist wie am Anfang. Der verschwindet dann, wenn wir ihn fast tot haben. Ja, wahrscheinlich. Oh oh. Aufpassen. Der macht irgendwas. Der hat mich rangepult. Oh, der möchte mich jetzt töten. Ja. Ich hab ihn wieder. Oh oh, er macht wieder was gegen Mellas. Das ist geil, ich hätte eigentlich noch die Akku, aber er macht dann einmal random Akku und dann war's das.
Das war gezielt gegen mich. Das war random gezielt gegen dich. Oh oh. Ich hab grad keine Heilung mehr. Alles gut. Ich hab noch genug Heiltränke. Da schlägt der Boden rum. Hä? Wo denn? Also ich fand den bisher, ich will es jetzt nicht verschreien, aber bisher fand ich den anderen Boss viel schwerer. Jetzt heilt er sich wieder voll. Na toll. Was ist für eine Kacke? Okay, jetzt kommen die anderen Viecher. Er tuppelt. Oh, oh, weglaufen. Oh. Nicht in den Strahl reinlaufen. Oh, der Strahl. Bitte. Ah. Führe den Verderben. Alter Schwede. Okay, ich hab nichts gesagt. Sasch. Ja. Bin ich tot. Ich kann dich nicht heilen. Ah. Jämmerlich. Ja, oh, auch tot. What the fuck? Ich glaube. Ja. Der ist zu stark. Weißt du? Ja. Ich glaube, das geht schon. Man muss dann nur schauen. Ah, fast geschafft. Ich bin schon drüber. Wo bist du drüber? Willst du den nochmal probieren, oder was? Warum nicht? Okay. Warum? Weil wir schon 23 Uhr haben. Drüber. Ja. Und bis wann spiele ich montags? 23 Uhr 15. Du meinst also, dass wir den in 7 Minuten killen? Ja, wir haben es 23 Uhr. 8, uppala. Ja. Aber schau dir mal die Truhe an. Da steht verschlossen, Tobi. Ja, und? Verschlossen. Das ja, geht doch nicht. Wir erst können die doch nicht einfach... 3700 Widerstandsfähigkeit... widerstandsfähige Haut gesammelt. Okay. Habt ihr alle repariert? Das habe ich gerade schon gesagt. Ich hab repariert. Habt ihr genug Heiltränke? Ich hab nichts zum Reparieren. Du hast nichts zum Reparieren? Nein. Kein Material zum Reparieren, oder was? Hab kein Geld zum Reparieren. Du hast kein Geld zum Reparieren? Was? Was hast du dir gekauft? Nix. Du musst dir was gekauft haben, sonst hättest du kein Geld. Schatzkammer. Lass mir mal meine Fähigkeiten noch schnell reinhauen. In die Schatzkammer? Was bringt die da drin? Hä? Hä? Was? Hä? Was? Was? Hä? Geht das wieder los? Nein, ich will keine direkte Nachricht an mich schicken. Ich will eine direkte Nachricht an dich schicken. Na dann ist ja gut. Geht's los? Ja, wenn ihr bereit seid, können wir loslegen. Er hat dich tot getötet, Sasch. So, und diesmal nicht früher aktiviert. Was früher aktivieren? Auch ich habe meine Heilung schon reingehauen. Ja. Du kannst uns unmöglich etwas anhaben. Doch, ich kann dir schon was anhaben. Der haut mir Mirlas. Er kommt wieder zu mir, Lass. Ja. Autsch. Ja.
Und er geht wieder auf Millers los. Echt geil, warum geht der eigentlich immer auf den Holger los? Weil ich entfernt stehe und Heilung mache. Kann sein. Also diese fetten Viecher, die werden wir wahrscheinlich nicht down kriegen, schätze ich mal. Der gleich spawnt. Muss man ausprobieren. Aber wenn die drei fetten, die zwei fetten Viecher dann weiter Schaden auf alle anderen machen, können wir nicht gegen heilen. Das stimmt. Also Konzentration auf ein Viech. Oh oh, oh oh. Ich hab die Aggro von dem eigentlich schon laut Symbol, aber ich krieg sie gerade noch nicht. Echt geil. Ja, ich hab ein bisschen was von gehabt. Das wird unser letztes. So, jetzt soll's. Komm, die Viecher. Achtet auf den Blitzstrahl. Ja. Um den rum. Kommt da, da kommt da. Und eine fette Kugel. So, jetzt habe ich das Problem wieder. Oh, was war das? Jämmerlich. Oh 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 oh. Und da geht er wieder, der Strahl. Und den einen Begleiter haben wir noch bald fertig. Ah, komm. Eistrick. Boah, macht der jetzt viel Damage? Das ist doch nicht normal. Mein Mana ist leer. Wie, dein Mana ist leer? Ja, ich hab das Mana. Sind noch welche! Er droppt auf. Ja, klar! Au! Ja, mein Mana ist leer. Ohne Scheiß. Ich bin tot. Vergiss es! Keine Chance. Du hast gesagt, den schaffen wir, Sasch. Ja, das war nachdem ich jetzt gesehen habe, dass der dann nochmal eine Phase hat, da wo er sich nochmal voll heilt. Out. Ist dir das aufgefallen? Nein, nein, nein. Nein, ist dir nicht aufgefallen? Ja, dann. Nein, 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 nein. Dann ist ja gut. Ich hab schon gedacht, dir wird das aufgefallen. Vielleicht bräuchten wir noch jemanden. Ja, ich glaube, das nächste Mal dann. Ja, dann könnten wir vielleicht etwas mehr Schaden machen. Siehst du es? Der ja. Neko spielt ja auch wieder. Das wäre ja, das nächste Mal ein Projekt für uns alle. Ach du heilige Scheiße. Ach, die letzte Truhe bleibt uns verwehrt. Ja, mei. Egal, aber wir haben trotzdem einiges geschafft. Ja, wir haben haufenweise Verlust gemacht. Achso, verlassen erst in einer Minute noch was möglich. Alles klar. Was denn? Was denn? Für Verlust? Wie was für Verlust? Die ganzen Rap-Kosten. Ach, das bisschen. Wieso? Die Waffen, die du im Inventar hast, die musst du auch reparieren. Nice, Gratulation. Was? Gratulation? Ah, ja, so viel. Was ist das auch wieder nicht? Für was soll ich die reparieren? Die werden doch eh zerlegt. Ich dachte, die verkaufst du. Ja, geht ja nicht. Die sind ja alle beim Aufheben gebunden. Die epischen zum Beispiel. Und die ganzen blauen Sachen, die sind alle also nicht episch, kaputt. Die brauchst du ja bloß zerlegen. Die blauen Sachen sind alle nicht kaputt. Das Einzige, was kaputt ist, ist eine grüne Hose. Die ist kaputt. Du hast nochmal Glück gehabt, gell? Ja, ich hab halt einfach Glück. Ich hab keine Ahnung, ob die blauen kaputt gehen. Aber nee, da ist es nicht viel kaputt. Also klar, also hier habe ich jetzt noch ein... Den dicken Hammer für 45, aber weiß ich nicht mal, ob ich den hernehme. Viele epische Sachen.
Und viel beim Ausrüsten, der ist beim... Den wollte ich aber behalten, der ist auch beim Ausrüsten. Hey Sasch, willst du noch Zeug haben? Ja komm, hau mich voll. Das behalte ich. Die sind alle beim Ausrasten gebunden, Sasch. Beim Ausrasten? Ja. Es ist gut, wenn es beim Ausrasten gebunden ist, ist immer gut. Beim Ausrasten gebunden. Ey, mit so viel Zeug mit Glück, willst du mich verarschen? Ich hab keine Ahnung, ich hab nicht drauf geschaut, was das Zeug hat. Ich hab die das ganzen blauen Gegenstände aufgehoben. Drei oder vier Gegenstände mit Glück. Ja, passt doch, oder? Sogar mit 2% Glück. Kannst doch gebrauchen, oder? Ja, das wird alles verkauft. Oh, das ist eine Hose mit Glück, aber mit Int, naja. Ja, war trotzdem lustig. Also nächstes Mal ist der Nico mit dabei, oder? Vielleicht. Ah, Nico, wäre das was? Rette uns. Rette uns. Ja, also das war jetzt echt fies. Hätte jetzt nicht gedacht, dass der so mies ist. Aber den einen haben wir, wie ist es dann noch, nach einer Weile geschafft. 3 Durchgänge waren gebraucht, haben wir gebraucht. Ja, bin auch erst extra für gestorben. Ich glaube, bei dem hätten wir jetzt halt diese 2 Viecher fertig machen müssen noch vorher. Und dann wären bei der nächsten Phase wieder nur 2 gekommen, dann hätten wir es wahrscheinlich geschafft. Vielleicht. Ja, wir hätten es wahrscheinlich vielleicht geschafft. Also wahrscheinlich vielleicht hätten wir es geschafft, Sascha. Wahrscheinlich vielleicht, ja. Aber nur wahrscheinlich vielleicht.